So, Part 50, jetzt muss er liegen. Jetzt muss er liegen. Kann doch nicht sein. Ich habe gleich weitergemacht, ich schwitze immer noch, jetzt mittlerweile in T-Shirt, ist egal. Ich raste einfach nur aus. Ich will den einfach schaffen. So, dann springen wir wieder ganz easy über seine Kugeln drüber. Außer die Kugeln glitschen weg, dann wird's dumm. Wobei ich das mit dem Feuer ja mittlerweile auch drauf hab. Ja, mein Stuhl knarzt wie Sau, ist mir kackegal. Ich kann eh nichts dagegen machen. Ich könnte mir auch einen unbequemen Klappstuhl holen, aber der ist zu unbequem für den Guy. Das sind irgendwie immer komische Grafikfehler da oben. Es blitzt so die ganze Zeit, ich habe dann so ein Quadrat um mich rum. Egal. Ja, so ist gut. Okay, mehr B-Action, mehr B-Action. Nein, ich darf nicht zu lange brauchen, jawohl. Komm schon. Jawohl. Das ist der Sieg, das muss der Sieg sein. Nein! Sag doch, dass ich durch die Nase nicht durchschießen kann und rüber muss. Ist doch scheiße. Gut. Komm! Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Es war zwei Schüsse oder so. Nein! Ja, oh, der liegt aber, der liegt aber. Ich mach dich so fertig. Und wenn ich noch zwei Stunden aufnehmen muss. Der lag fast. Okay, merken, wir können durch die Nase nicht durchschießen. Wir haben jetzt seine dritte Form komplett raus. Alter. Mein Herz rast gerade richtig. Normalerweise ist das ja nicht so. Dass ich bei irgendwelchen Spielen irgendwie Herzrasen kriege. Also bei manchen vielleicht ein bisschen erhöhten Puls, aber hier schlägt mein Herz gerade richtig stark. Ich merke es nur. Könnte auch daran liegen, dass ich mein Körperfett kühlen muss, weil ich dick am Schwitzen bin durch die ganze Aggression hier. So, mehr B-Action, sage ich nur. Jetzt habe ich auch halbwegs die Technik raus, wie man B drückt, ohne dabei den Doppelsprung zu aktivieren. Oh, perfekt. Ich sollte weniger labern und hören, wann er sagt, I will crush your tiny balls. Weil ich mich daran orientiere, wann der Feuerstrahl kommt. So. So, keine Sekunde zu früh gesprungen. So, der liegt. Okay, okay, bleib chillig. Ja, ja. Aber so kann man sogar halbwegs ausweichen, wenn man nicht so doof ist wie ich. Ich muss reinlaufen und links skippen. Oh, Part 50. Ich glaube, das ist es wirklich. Das muss es sein. Das muss der Sieg sein. Meine Nase juckt. Verdammte Axt. Um mal Matze den Spruch zu klauen. Wobei Matze den, glaube ich, auch geklaut hat. Aber das ist ja nicht der Punkt. Aber er kriegt echt gleich meine verdammte Axt in seine Stirn, zwischen seine Augen. Bämsen. Ganz einfach. Dann sehen wir ihn mit einer fetten Axt im Kopf stecken bei Left 4 Dead 3 wieder. Das ist so meine Vermutung. Oder ist der ultimative Endgegner. Der Zombie-Guy. Macht dich mit einem Schlag tot und hat 10 Millionen Lebenspunkte. Ja, so.
So, meine Tiny Balls sind auch gerettet. Ich hoffe, dass sie mir nie wieder crushen wird. Ja. Perfekte Ausrichtung ist schon wichtig. Oh, fuck. Ja, scheiße. Das Auge nicht richtig zerstört gekriegt. So, jetzt bin ich gerade mit meinem Unterarm gegangen. Ich habe hier die ganz spezielle Technik, damit ich mit links skippen kann. Weil mein rechter Arm liegt unterm Kabel von meinem Headset. Das heißt, ich müsste den erstmal rausziehen, einmal rum. Und dann ganz schnell wieder rein, damit ich den Guy bekämpfen kann. Und das funzt so nicht. Deswegen habe ich jetzt doch die miese mit Links-Skip-Technik. Ah, die zweite Form, das erste Auge. Das ist so der kritische Moment irgendwie. Und dann halt die letzte Form, die geht sowieso Urst ab. Und wir haben so eine kleine Pümmelpistole in der Hand. Mann, Mann, Mann. Was? Mitten im Spiel? Nee! Das sehe ich ja mal so nicht ein. Oh! Werden wir es in 50 Parts schaffen, ohne dass das Spiel 20 Mal abstürzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich hoffe nur, dass es richtig ausgerichtet ist. Fuck. So. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu weit oben. Wahrscheinlich schiebe ich es jetzt voll aus dem Dings raus. Ja, weil meine Maus auch so geil eingestellt ist. Ja, und dann spackt das Programm noch rum. Ja, so ist mir egal. Ich habe keine Zeit. Ey, das war ja gerade mal der größte Beschiss. Normalerweise stürzt das Spiel immer ab, nachdem man gestorben ist. So sozial ist es dann noch. Aber jetzt einfach mittendrin, das ist doch Beschiss. Okay, Mats ist auch einmal direkt gestorben, nachdem er das schwarze L aufgesammelt hat. Aber irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Aber ist ja auch egal. Wir sind der Auserwählte. Es gab auch keinen anderen vor allem. Kein anderer Idiot. Nur Kid wollte natürlich The Guy werden. Weil er die Gene von seinem Vater geerbt hat. Die sind alle geil. So, das lief aber ziemlich gut. Ich hoffe, in der zweiten Form treffe ich auch so gut. Ja, ich habe gerade gar nicht hingehört, weil ich wieder labern musste. Egal, er hat mich ja nicht damit getroffen. So, stehe ich gut. Das ist es. Ja. Nein, nur weil ich den dann nicht getroffen habe, ist scheiße, ey. Ich muss mit links skippen. Nur weil mein Headset-Kabel hier auch wieder auf meinen Unterarm gerutscht ist, glaube ich. Ich habe das extra über meine Armlehne getan. Kacke, ich glaube, daran liegt es jetzt, dass es die ganze Zeit so scheitert. Ja, jetzt hängt sie wieder darüber, ne? Jetzt habe ich hier wieder die extremste Freiheit. Kacke, ey. So, jetzt Concentration. Ich kann es noch schaffen. So, mehr B-Action. Ah, ich habe den noch getroffen. Komm, Spiel, verarsch mich nicht. Egal, wenn es beim zweiten dann besser läuft. So, diesmal höre ich ihm auch zu. You can't skip. Nee, aber ich kann es ja versuchen. Yo. Wow.
Wow. Egal, ich hab's trotzdem geschafft, obwohl 2 kam. Ich hätte einfach stehen bleiben können. Ich wollte auch gar nicht nach unten ausweichen. Scheiße. Warum versuche ich's doch mal? Die Zeit ist um. Also bis dann, haut rein.